Aufregung um ein Medienmail aus dem Innenministerium. Mit dem die Zusammenarbeit mit zu kritischen Medien eingeschränkt werden sollte. Ich habe vermittelt, dass die Pressefreiheit unantastbar und ein wesentlicher Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft und mir daher ein vertrauensvoller Umgang mit allen Medien wichtig ist. Der morgige Kongress gilt als wichtiges Vernetzungstreffen der extremen Rechte. Aus bundespolitischer Sicht geadelt wird es durch einen Vortrag von FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Auf die Frage der ZIB2, ob es dazu eine Interviewmöglichkeit gibt, antwortet Kickl per SMS lapidar: Gibt es nicht. Die Folgen der Masseneinwanderung können rechtsstaatlich nicht gelöst werden. Ich fühle mich immer dann ganz besonders herausgefordert, wenn die einheitliche Stimme der Mainstream-Medien uns mit Lügen über solche Krisengebiete eindeckt. Von wegen rechtsextrem, Ultranationalist, Neonazi und so weiter und so weiter. Also ich fühle mich auch nicht betroffen, Sie sind es nicht. Wir geben uns aber trotzdem nicht der Hoffnung hin, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass das irgendetwas an der Berichterstattung der schon zu Recht kritisierten Mainstream-Medien ändern wird. Auch unter den Ausstellern finden sich einschlägig Bekannte, Verlage und Zeitschriften etwa, die recht unverhohlen antisemitisch agieren. Die Botschaft ist hier natürlich die alte Verschwörungstheorie davon, dass letztlich die Juden im Hintergrund die Fäden ziehen und die Politik kontrollieren und Regierungen nur Handlanger sozusagen der jüdischen Verschwörung im Hintergrund sein. Denn wir dürfen uns der Illusion nicht hingeben, dass wir irgendetwas beeinflussen könnten, was zu einer Änderung dieser Berichterstattung führen würde. Wir können tun und machen, was wir wollen. Und Sie werden die Nase rümpfen, weil Ihnen unsere ideologische Einstellung nicht passt. Zu Frage 20. Ich habe bereits persönlich ein klärendes Gespräch mit dem Ressortsprecher geführt. Ich habe vermittelt, dass die Pressefreiheit unantastbar und ein wesentlicher Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft und mir daher ein vertrauensvoller Umgang mit allen Medien wichtig ist. Dort, wo nämlich Verunsicherung betrieben wird, das ist nicht das Innenministerium, das ist auch nicht die Justiz, sondern das sind selbsternannte Aufdecker, das sind gewisse Medien.